Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute schauen wir uns einmal die verschiedenen Sprachfunktionen an. Und das Ganze basierend auf den Ansichten Platons, welcher nämlich Sprache als ein Organon, also als ein Werkzeug oder Gerät angesehen hat. Denn basierend auf diesen Ansichten entwickelte Karl Bühler das sogenannte Organon-Modell, welches wir uns heute also einmal genauer anschauen wollen. Welche Begrifflichkeiten und welches Schema bringt denn das Organon-Modell mit sich? Im Mittelpunkt dieses Modells steht das sprachliche Zeichen, also eine konkrete Äußerung, ein genauer Satz. So, und dann haben wir natürlich einen Sender und einen Empfänger für diesen Satz, der gesprochen wird. Also der Sender spricht den Satz, der Empfänger empfängt diesen Satz. Und wir haben einen konkreten Gegenstand. Der konkrete Gegenstand ist der Sachverhalt, auf den sich eine Aussage bezieht. Der Sender, der Empfänger und der konkrete Gegenstand stehen nebeneinander. Und sie sind durch das sprachliche Zeichen, also durch die Sprache, verbunden. Die Sprache dient hierbei also als ein Werkzeug zur Übermittlung des Sachverhaltes, also zur Übermittlung des konkreten Gegenstandes zwischen dem Sender und dem Empfänger. Und es geht noch weiter. Das sprachliche Zeichen besitzt drei Funktionen: die Darstellungsfunktion, die Ausdrucksfunktion und die Appellfunktion. Was dahinter steckt, schauen wir uns jetzt an. Mit der Darstellungsfunktion drückt der Sender etwas über den Gegenstand oder den Sachverhalt aus. Bedeutet also, eine Information wird dargestellt. Das sprachliche Zeichen hierbei ist das Symbol für den Sachverhalt. Es wird also eine möglichst neutrale und realitätsgetreue Aussage oder Beschreibung des Sachverhalts getätigt. Zum Beispiel, der Bäcker dort hat geöffnet. Bei der Ausdrucksfunktion drückt der Sender etwas über sich selbst aus. Also er offenbart sich, seine Meinung, seine Gefühle. Deswegen ist dieses sprachliche Zeichen auch das Symptom des Senders. Hierbei kann es sowohl direkt als auch indirekt sein. Beispielsweise, ich habe Hunger. Das ist also eine sehr deutliche Aussage, weil das Gefühl, also das Hungergefühl in diesem Beispiel, deutlich herauskommt. Eine indirektere Aussage wäre zum Beispiel, der Kuchen sieht lecker aus. Das ist erstmal schon eine Darstellung von dem, was da ist, aber das Hungergefühl wird hierbei also nur indirekt ausgedrückt. Und dann noch die Appellfunktion. Hierbei geht es also darum, dass eine Reaktion beim Empfänger gewollt ist. Also der Sender möchte, dass der Empfänger auf ihn, auf seine Aussage reagiert. Bedeutet also, dass hierbei eine Aufforderung drin steckt. Dieses sprachliche Zeichen bewegt sich deswegen im Bereich des Signals für den Empfänger. Ein Beispiel wäre, kaufe mir bitte ein Stück Kuchen von diesem Bäcker. Das wäre also eine direkte Aufforderung. Und wichtig, alle drei Funktionen sind immer in einer Aussage enthalten, sind aber mal mehr, mal weniger gewichtet. Also mal kommt diese Funktion stärker heraus, mal auch eher diese Funktion. Aber sie sind immer in der Aussage mit drin. So, schauen wir uns das Ganze nun einmal anhand eines Beispiels an, mit allen Merkmalen, die das Organon-Modell aufweist. Als Beispiel nehmen wir dafür, dass ein Kind zu seinem Vater sagt, wir haben nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Das heißt, wir haben erstmal das sprachliche Zeichen, den konkreten Satz, die mündliche Aussage, welche lautet, wir haben nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Dann haben wir den Sender, also die Person, die eine Nachricht äußert, in unserem Fall das Kind. Und wir haben einen Empfänger, also die Person, die die Nachricht empfängt, also der Vater. Dann haben wir den konkreten Gegenstand, also den Sachverhalt. Dieser könnte hier also die Lebensmittelmenge im Kühlschrank sein, denn das ist ja die Sache, welche erstmal beschrieben wird. Dann haben wir die Darstellungsfunktion, also die sachliche Darstellung der Situation,
es gibt kein Essen im Kühlschrank. Dann die Ausdrucksfunktion, also die Selbstoffenbarung des Senders, könnte hierbei lauten, ich habe Hunger. Und die Appellfunktion, also die Aufforderung für den Empfänger tätig zu werden, könnte hierbei ihm lauten, kaufe mir was zu essen. Das Ganze ist jetzt also anhand eines Beispiels einmal auseinandergenommen worden, aber die Sätze, die dort jeweils eben eingefügt worden sind, können auch anders sein. Also wenn ihr solche oder ähnliche Situationen erlebt habt, kann auch die Appellfunktion eine ganz andere sein. Das kommt immer ganz individuell darauf an. Also noch einmal zusammenfassend, wir haben den Sender und den Empfänger einer Nachricht. Dann wird mit dem konkreten Gegenstand, also der Sachverhalt, versucht zu erklären vom Sender zum Empfänger. Und das Ganze funktioniert über die Sprache. Und dann haben wir, während wir mit der Sprache eben kommunizieren, drei sprachliche Zeichen, welche alle mal mehr, mal weniger Gewichtung in einer Nachricht mit sich bringen. Ich muss sagen, mich hat dieses Modell auch etwas an das Vier-Ohren- und Seitenmodell von Friedemann Schulz von Thun erinnert. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch hier oben gerne einmal noch ein Video dazu. Wenn ihr ansonsten weitere Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.